Trauer hat viele Gesichter. Hier in der Trauergruppe der Malteser in Günzburg können die Kinder ganz offen mit ihren Gefühlen umgehen. Am Anfang erzählen sie von ihren Ferien und ob es ihnen gerade gut geht. Sie freuen sich, weil sie wieder mal alle hier zusammen sind. Ihre Hausaufgabe war, sich zu überlegen, was sie tun, wenn sie traurig sind. Die Antworten sind so unterschiedlich wie die Strategien. Vom Weinen über Boxen bis hin zu kleinen Belohnungen mit Süßigkeiten. Beim gemeinsamen Anschauen und Interpretieren von Bildern wird so mancher Gedanke angesprochen und ausgesprochen. Die Atmosphäre im Raum ist konzentriert und ruhig. Anschließend malen die Kinder auch selbst etwas, was sie fühlen oder schon mal gefühlt haben. Es sind Geschichten von guten oder traurigen Gefühlen, von Wut oder Freude, vom Genervtsein oder von Einsamkeit. Kinder sind offen für alles. Kinder brauchen Wahrheit. Und je mehr man mit der Wahrheit arbeitet, desto offener sind sie dann auch. Weil wir verstecken nichts, wir verschweigen nichts und wir machen das spielerisch. Also wir reden über irgendein Thema und dann auf einmal kommt vielleicht das plötzlich dazu, dass da mal der Papa gestorben ist. Gut, am Anfang stellen sie alle vor, welches Schicksal sie haben, wenn ein neues Kind dazukommt. Und dann wissen die umeinander. Und bei uns in der Gruppe ist es halt alles sehr offen. Die Kinder hier kennen sich zum Teil schon recht lang. Alle haben viel zu früh in ihrem Leben einen Menschen verloren, den sie liebten. Den Papa, die Oma oder ein Geschwisterchen. Jeder geht so mit seiner Trauer um, wie es eben geht. Da gibt es keine Regeln oder Vorgaben. Die Kinder malen ihre Gefühle und erklären ihre Bilder viel offener, als Erwachsene das tun würden. Hier in der Gruppe sind sie ja offen und reden über alles. Daheim sagen sie gar nichts. Also wir wissen von den Eltern, deshalb haben wir auch zweimal im Jahr Elternabende, wo wir dann immer wieder hören, ja, wir kriegen nichts mit. Die haben den Raum hier und die wissen, da werde ich verstanden, da kann ich über alles reden, da lacht mich keiner aus. Und ich glaube, das macht das aus, dass die mit der Trauer auch lernen, anders umzugehen. Dass sie einfach diesen Raum im Leben haben, den haben sie ja nirgendwo anders. Weil zu Hause sind ja die Eltern auch emotional betroffen. Da haben die Kinder dann auch meistens so Angst, Mama weint schon wieder, ich sage lieber nichts, ich halte mich zurück, weil sie Rücksicht auf die Mama nehmen. Aber hier ist es ja ganz anders. Sie feiern an diesem Tag mehrere Geburtstage nach und haben auch noch die Zeit, ein wenig rauszugehen. Die Sonne scheint, es ist sommerlich warm und die Kinder haben zusammen Spaß. Die Trauergruppe ist ein Ort, der ihnen Geborgenheit gibt und die Offenheit, über ihre Gefühle zu sprechen. Es ist aber vor allem kein trauriger Ort. Mir gefällt am meisten das Malen, aber am besten finde ich halt immer noch das Essen. Und dass wir auch immer über alles eigentlich in der Gruppe reden können. Das Malen, den Geschwug und so. Dass wir auf den Spielplatz gehen und dass wir malen und essen. Dass wir gemeinsam Spaß haben können und gemeinsam also von den Ferien erzählen können. Es gibt auch an diesem Tag wieder eine Hausaufgabe für das nächste Mal. Überlegt euch, was mache ich, wenn ich fröhlich bin?